Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Infovideo auf diesem Kanal. Ich habe einige Infos, eigentlich sollte das Infovideo ja schon viel früher kommen, aber ich hatte nicht sehr viel Zeit. So, und wie ihr seht, es ist nicht das ganz normale Standbild wie sonst immer, sondern eine Minecraft-Aufnahme. Und zwar sind das die Minecraft Hunger Games. Ich habe mir mal gedacht, ach, damit das nicht so langweilig ist, nehme ich auch mal nehme ich Minecraft Hunger Games auf. Und ich kommentiere das halt nicht nach. Ich spreche einfach nur, damit es halt nicht zu langweilig wird für euch. Ich hoffe, ihr trotzdem guckt ihr, hört ihr auf die Infos. Und ich dachte einfach, es ist dann nicht so langweilig. Und ich hatte mal vor mehreren Tagen das mal gezockt und hab's alt aufgenommen mit Traps. Also war eigentlich ganz cool, aber guckt es euch einfach an. Aber hört mir bitte, bitte zu, weil es kommen einige wichtige Informationen in diesem Infovideo. So, die erste ist, ich habe ein Avatar. Und zwar hat mir die liebe Creative Zap, auch in der Kanalbeschreibung zu finden, und in der, also in der Videobeschreibung und in der, diesem Kanalbox-Dingens, Kirchen da, diese angesagte Kanäle da, zu finden, und guckt auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie hat mir einen Toon-Link gezeichnet und also richtig, richtig cool. Also sie kann wirklich sehr gut zeichnen. Und schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie hat auf jeden Fall Talent. Und sie freut sich wahrscheinlich über ein paar Abos. Also, wenn euch die Videos gefallen. Sie wird außerdem in nächster Zeit Minecraft starten. Und ich glaube, ein wenig. Ja, ein wenig. Ein paar Kommentare dazu wären, glaube ich, auch für sie nicht schlecht. Damit sie weiß, was sie besser machen soll. Oder einfach ein bisschen Feedback. Das ist immer gut so am Anfang. Gut, das war die erste Info, also vielen Dank nochmal an Sie, falls Sie dieses Video schaut. Und dann die weiter, also die etwas schlechtere Nachricht, das ist aber auch die einzige schlechte Nachricht in diesem Part, eigentlich, müsste sein, also in diesem Infovideo meinte ich. Und zwar, Tanjuana musste abgebrochen werden. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja einen Part bis jetzt erst hochgeladen und dann gleich gelöscht, abgebrochen. So, ich hatte 6 Parts insgesamt aufgenommen. Und es gab mehrere Gründe. Der erste Hauptgrund sozusagen war, ich hatte nicht sehr viel Zeit, da ich das auf dem Community-Server von LP3 gemacht habe. Und dadurch konnte ich das halt, also dadurch, naja, was nicht dadurch konnte ich, sondern als ich dann, also ich hatte nur, okay, ich hatte nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, um dieses Let's Play zu machen. Und das war sehr wenig, weil er eine andere Map wieder auf seinen Community-Server bringen wollte. Und ich habe es halt einfach zeitlich halt nicht mehr geschafft, noch mehr aufzunehmen. Ich habe an einem Part an einem Tag 4 Parts aufgenommen. Und habe dann, und das war halt der letzte Tag. Und trotzdem habe ich es halt nicht mehr geschafft. Weil noch mehr Parts, nee. Außerdem habe ich auch noch bemerkt, dass mein Kommentarstil wirklich im Keller war und ich wirklich kaum weitergekommen bin. Ich war im 5. Part noch in Challenge 3, habe im 6. dann die 3. übersprungen, war dann bei der 4. Also, Adventure Maps ist einfach nichts für mich. Ich dachte, es wäre was Cooles, aber nee, ist doch nichts. Und wenn ich sowas nochmal machen sollte, dann erstens eine leichtere, zweitens nicht mehr alleine. Weil ich habe wirklich gesehen, das war wirklich langweilig. Also ich hätte mir sowas zum Beispiel nicht mehr angeschaut. Deswegen, wenn, dann noch als Together oder so. Gut, dann die nächste Information. Und zwar das Let's Play auf den Community-Server. Das wird auch bald starten. Ich habe fleißig vorproduziert und zwar schon 8 Parts. Das heißt, denke ich mal, so nächstes Wochenende, wenn dann Stage-Block auch vorbei ist. Ich muss auch noch ein bisschen was von Stage-Block aufnehmen. Davon habe ich zum Beispiel gerade nichts mehr. Pokémon-Saphir habe ich auch nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich morgen bringen werde. Also heute kommt ja noch Pokémon-Saphir. Ich wollte sie ja eigentlich schon gestern bringen, habe es aber nicht mehr geschafft. Also, ich weiß nicht, was ich morgen bringen werde, ob ich überhaupt was bringe. Ich werde es natürlich versuchen, auch irgendwas aufzunehmen. Aber mal gucken. So, dann, was gibt's denn noch so zu sagen? Und zwar, ja, 8 Parts auf jeden Fall. Es wird bald starten. Dann gibt es noch irgendwas zu erzählen? Minish Cap und Super Mario 64 lassen immer noch ein bisschen auf sich warten. Ich habe immer noch nicht Zeit gefunden, das hier das aufzunehmen. Ich habe ja nämlich sehr viel anderes aufgenommen. Wie zum Beispiel das Let's Play auf dem Community Server. Und, ja, da gibt es sonst eigentlich nichts mehr zu sagen. So an Infos, oder? Ich denke gerade nach. Informationen, Informationen, habe ich irgendwelche Informationen?
Jetzt muss ich selber mal ein bisschen was nachdenken. Also, ja, Hunger Games will auch noch nicht sofort starten. Wie gesagt, erst wenn Minish Cap und Super Mario 64 startet. Und das war, glaube ich, auch alle Informationen. Also schaut auf jeden Fall nochmal bei Creative Sap vorbei. Und ich werde das jetzt natürlich nicht einfach abbrechen, dieses Hunger Games dort. Vielleicht finden das jetzt manche spannend. Und ich werde das einfach so ein bisschen versuchen, nachzukommentieren. Also, wie ihr seht, ich hole mir gleich den Typen, der hat mich nicht gesehen, ich komme von hinten und ich dachte, ich schlage einfach weiter auf ihn ein, aber er war schon tot, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich hatte leider keinen Ton. Als ich es aufgenommen habe, keine Ahnung, deswegen sorry, wenn ihr auch keinen Ton hört. Ihr hört keinen Ton. Also wirklich kein Ton kam und nicht bei mir, bei mir kam auch kein Ton an. Keine Ahnung wieso, ich habe auch Sound auf 50% oder so gehabt. Ich weiß einfach nicht. Auf jeden Fall haben wir einige Tunnels gefunden und haben genug Essen. Wir haben eine richtig gute Rüstung, eine Eisen, Brustplatte, Ketten, ihr wisst schon, Kettencap sozusagen. Wie heißt das? Kettenhelm, Kettenhose und Goldstiefel, die halt nicht so sind, aber immerhin haben wir eine volle Rüstung und ein Steinschwert oder sogar zwei und halt genug zu essen. Also ausgerüstet sind wir sehr gut und es wird wirklich sehr spannend. Also ich empfehle euch, das nochmal zu Ende zu schauen. Ich werde es halt versuchen, ein wenig nachzukommentieren. Und ja, gibt es dann noch irgendwas zu erzählen? Also, sorry, für das Geräuspere. Ja, gibt es noch irgendwas? Ich weiß gerade selber nicht. Also mit Dexter, also ich war ja schon mal bei ihm, werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit wieder mal kurz, also ein paar Parts, ein Part. Auf jeden Fall ein bisschen Mario Kart Wii wieder aufnehmen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da konnte ich aber nur zwei Rennen dabei sein, da ich sehr schnell weg musste. Leider. Und ja. Und da haben wir auch noch einen Eisenbarren gefunden. Also wenn ich das ein wenig verzögert sage, tut es mir leid, weil mir kommt es ein wenig verzögert an. Keine Ahnung wieso. Mein Abspielprogramm, womit ich das Video gerade abspiele, ist ein wenig schlecht. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ein Eisenbarren, leider keine zwei, sonst hätten wir uns ein Eisenschwert craften können. Weil wir auch ein Sticky haben. Aber das wird noch. Aber ein Eisenschwert werden wir uns, das kann ich jetzt schon mal spoilern, in diesem Part nicht, also in den Hunger Games nicht uns machen. Aber ihr werdet schon sehen, was noch alles passiert. Also, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Gut, ja, ich bin ein wenig hier, also perplex, was heißt perplex? Ich laufe die ganze Zeit einfach herum. Ich weiß nicht, wo Truhen sind. Also das ist Survival Games 4. Die Map heißt so. Und ich war noch nie auf der Map. Okay, doch, ich war schon zweimal, aber auch nicht lange. Bei der einen Map bin ich nach einer Minute gestorben. Bei der anderen Map musste ich AFK gehen. Also beim anderen Mal musste ich AFK gehen und also habe ich einfach disconnected. Ja, und da war die eine Truhe leer. Und ich irre einfach hier rum. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Spieler gesehen, nur am Anfang. Da ist einer in meine Richtung gelaufen, aber das war's auch. Und, also, ja, stimmt, ich habe ja auch doch noch den anderen gekillt, aber sonst nicht viel von Spielern zu sehen. Und dann begeben wir uns auch langsam in diese Schlucht. Ich denke, ja, ich habe halt genug Hunger. Also, ich werde mir erstmal was reinziehen mit Essen. Und dann springe ich einfach mal so suizidmäßig runter, weil ich habe da dort eine Truhe gesehen. Da könnte ja was Interessantes drin sein. Und drei Herzen verdienen wir das auch gleich ganz gut. Und Leatherpants bringen uns natürlich nichts, da wir eine Kettenhose haben. Und dann muss ich gleich mal so. Ich muss dann trotzdem was einstellen. Gut, alles okay. Ja, also wenn es, wie gesagt, ein bisschen verzögert von mir kommt, tut es mir leid. Hauptsache, ich bin nicht zu schnell. Also, ich spoilere irgendwas mit dem, was ich sage. Aber das müsste jetzt eigentlich nicht passieren. So, und also wir haben die beiden Mods Optifine und Race Minimap. Mit Race Minimap habe ich mir auch einen Waypoint gemacht, damit ich zur Mitte wieder zurückfinde. Falls ich mir zum Beispiel irgendwas craften will oder so, weil dort ist ja auch eine Crafting Table. Aber am Anfang haben wir auch gesehen, dass an diesem Zug auch ein Crafting Table ist. Also, wenn wir uns was craften hätten wollen, dann hätten wir auch dorthin gehen können. Und ich versuche mich langsam hier so hochzuarbeiten, was ich jetzt auch schaffe. Ich nehme noch ein paar Pilze mit, falls wir vielleicht eine Schüssel finden. Und auch noch eine Truhe seht ihr dort jetzt. Also ich sehe gerade eine Truhe, vielleicht habt ihr sie schon vorher gesehen. Mit einem Goldbarren, der uns nichts bringt. Wir könnten zwar ein Goldschwert craften, aber ein Steinschwert ist viel besser als ein Goldschwert. Auf jeden Fall. Also falls
es keiner weiß. Ah, nee, falls es noch manche denken, dass ein Goldschwert besser ist als ein Holzschwert oder ein Steinschwert oder so. Es ist nicht so. Es ist sogar schlechter als ein Holzschwert. Es hat die gleiche Stärke, aber es geht schneller kaputt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, guckt bei Minecraft. Im Minecraft-Wiki nach. So. Und ich arbeite mich langsam in diesem Tunnel durch. Und ja. Wie ihr seht, dort wird es auch schon wieder heller. Das heißt, wir versuchen uns hier langsam wieder rauszuarbeiten. Aber erstmal finde ich dort eine Treppe, die gehe ich auch gleich mal hoch. Und ich kenne mich wirklich auf der Map gar nicht aus. Also die ganzen Truhen, die ich gefunden habe, das war einfach nur Luck. Das war wirklich pures Luck. So, und jetzt komme ich zu einer bisschen failigen Stelle. So, ich schaffe es einfach nicht, auf diese Steine dort hochzukommen. Also ich will eigentlich dort durch, also ins Freie laufen. Aber ich komme einfach nicht hoch. Keine Ahnung wieso. Eigentlich müsste man da hochkommen. Aber aus dem Wasser springen kann ich irgendwie nicht. Zum Beispiel auch bei Jump'n'Run, Mario, also Super Mario 64, konnte ich sowas auch noch nie so gut. Und ja, das erkennt man daran. Und ich bin bis jetzt unter den Top 5, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich bin natürlich schon besser gewesen. Mein Bestes war jetzt Top 2, also ich bin Zweiter geworden, schon ein paar Mal. Und guckt es euch einfach weiter an, wirklich. Es wird jetzt sehr interessant. Und zwar, da steht einer mit einer also mit einer fast mit einer vollen Rüstung, hat ein Eisenschwert, war kurz AFK oder so, und ich schlag einfach auf ihn ein. Und was seht ihr dort auch? Zwei Diamanten. Genau, also der Typ hatte wahrscheinlich keine Stickies, hat sich deswegen kein Diaschwert craften können. Und ich hole mir natürlich gleich die Diamanten. Ich habe 5 Stickies. Jetzt könnt ihr euch mal denken, was ich damit mache. Ich laufe gleich zum Crafting Table, weil ich zufälligerweise auch gleich am Spawn bin. Und mach mir das erste Mal, während ich Hunger Games spiele, ein Diaschwert. Und ihr wisst nicht, wie viel Adrenalin ich in dem Moment hatte. Ich war wirklich so Adrenalin gepumpt, so ungefähr. Und will mich jetzt nochmal mit ein paar Sachen ausrüsten. Und da ich auch noch Transparenz auf dem Chat hatte, sehe ich nicht, dass gleich Deathmatch startet. Das ist mein großer Fehler. Ich habe zwar genug Essen zum Vollessen sozusagen, aber ich habe das halt nicht bemerkt. Ich habe mich erstmal so ums Dia-Schwert und so weiter und so fort gekümmert. Nur noch 10 Sekunden bis zum Deathmatch, also bei mir jetzt. Und ich habe mich einfach nicht drum gekümmert. Und dann passiert es auch. Wir landen im Deathmatch. Ich bin erstmal ganz perplex, dass wir im Deathmatch landen. Dann gehe ich gleich auf den einen los. Das Problem ist, der hatte auch ein Dia-Schwert. Killt mich natürlich. Also ein anderer. Es war wirklich eine spannende Aufnahme. Leider ein bisschen Fail dabei. Ich fand es wirklich schade. Ich hätte mir mehr erhofft, aber ich habe es einfach nicht gesehen, dadurch, dass ich den Chat auf transparent gestellt habe. Das sollte ich vielleicht nicht mehr so oft machen. Gut, damit verabschiede ich mich auch. Ihr seht jetzt hier noch den Endkampf zwischen diesen beiden Leuten hier. Und ich würde sagen, hier verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.